Wow. Wahnsinn. Wirklich. Toll. Großartiges habe ich hier gebaut. Ach ja, und ich erinnere mich an die letzte, an den letzten Stream, wo ich ja hier so einen riesen fetten Fauxpass gemacht habe. Einen immensen. Hier war irgendwie die Breite nicht cool. Hab mich aber dann dazu entschieden, das so zu lassen, weil jetzt alles abzureißen, dann passt das nachher wieder nicht mit den Dingen hier und dann ist das da asymmetrisch und ja. So. Wunderschön. Na, Ferdinand. Und das Dromedar. Huruxat, guten Abend. So. Ich weiß noch nicht, wie das hier. Also eigentlich müssen wir ja jetzt hier das einmal ausbauen. Das ist ja nicht mehr so viel. Hier vorne das. Und dann verließen sie mich. Dann machen wir hier ein wunderschönes Dach rein. Aber das sieht ja dann noch nicht wirklich aus wie ein Stall. Also wenn irgendwer eine Idee hat, immer her damit, ne? Dann haben wir einfach nur einen Kasten gebaut. Und eigentlich möchte ich ja denn hier so einen Durchgang haben, wo die Tiere denn raus können und dann hier unten, dass das hier so runter geht, ne? Und hier unten, hier oder irgendwo, sollen die denn grasen können mit einem Zaun drumrum. Das wäre, also das würde ich wirklich schön finden. So, haben wir eigentlich Wasser? Haben wir was zu essen? Haben wir das alles? Hier haben wir nur irgendwelche Lampenkürbisse. Und hier noch drei von den Dingern und Wasser ist noch drin. Okay. So. Okay. Also die Lampenkürbisse hatte ich ja eh schon ganzjährig hier stehen. Die können auch von mir aus stehen bleiben. Überall. Sehen auf jeden Fall besser aus als die anderen Lampen. So. Können wir eigentlich hier auch noch ein paar hinstellen? Auch wenn jetzt Halloween vorbei ist, macht überhaupt nichts. So. Nein, drehen. Manuelles Platzieren. Achso, einfach mal die rechte Maustaste nehmen. So, Hallöchen Futikago. Guten Abend. So, machen wir hier noch einen hin. Hier so. Oh, ein Jeno-Eggi. Hallöchen. Moinsen. So, ich geh mal. Ich pack mal den Rest hier irgendwo. Hier vielleicht noch ins Klo. Vielleicht. Hier so? Ja, und ich weiß, es ist alles vorbei. Hier mit Dingsbums. Dankeschön, Jeno. Dankeschön. 8 Monate in the row. Geil. Danke dir für deinen Resub. Schön. So, hier machen wir noch einen hin. Ich pflaster das jetzt hier alles voll. Wie viel habe ich denn davon? Sag mal, das ist ja furchtbar. Hier vielleicht noch in den Gang. Oder einfach in den Garten. Oder hier. Hier ist auch schön. So, das war's jetzt aber. Ich kann es gar nicht erwarten, bis es wieder Nacht ist, um das zu betrachten. So, jetzt aber. Stall bauen. Ah, es ist so schön einfach hier. Zumindest ist es noch relativ schön hier. Wenn das hier fertig ist, weiß ich nicht, ob es schön ist. So. So, also. Hier. Okay, hier muss Weg rein. Weg habe ich nicht. Muss ich bauen. Das hier. Das muss ich bauen. Dieses Gedöns hier
könnte ich jetzt eigentlich schon mal verlegen. Das hier, oder habe ich das fertig? Muss ich gucken. Da müsste ich ja dann genau gegenüber quasi, was ich jetzt gar nicht erkennen kann. Nee, das kann ich jetzt nicht erkennen. Also, wir brauchen das hier und das hier. Los geht's. Und ich glaube, Mist, ich glaube, wir haben kaum noch Stein. Kacke. Das ist kritisch. Ich glaube nicht, dass ich mit so wenig Stein klarkommen werde. Aber typisch deutsch, da muss überall ein Zaun drum. Ja, aber Jeno, das ist doch ein Stall. Die Tierchen, die interessiert das doch überhaupt gar nicht, weißt du? Die wollen ja immer überall hin. Die hauen ja ab. Also hier vielleicht nicht in dem Spiel. Oder welchen Zaun meinst du? Also meine Finca ist natürlich klar, die muss natürlich auch umzäunt werden. Das ist ganz logisch, ne? So, was wollte ich jetzt haben? Das hier. Max. Max. Herstellen, herstellen. So. Gut. Musst du nochmal mit dem Presslufthammer lossteigen? Ja, mir bleibt nichts anderes übrig, ne? Das ist ja... Es ist furchtbar. Und das hier ist auch voll kacke, dass ich hier nirgendwo richtig reinkomme, weil das Gebiet so furchtbar ist. So bergig. So. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal Steinchen holen. Das wird nicht reichen. Zack. So. Wie war eure Woche bis jetzt? Heute ist Montag. Das reicht nicht, ne? Ja, hier müssen wir... War es das schon? Ach, jetzt komm schon. Ernsthaft? Ach ne, hier sind ja noch 64. Genau. Heute ist Montag. Noch Fragen. In meiner Welt war ich eben schon ein bisschen weiter als Montag. Freue mich aufs Wochenende. Oh ja. Auf jedes Wochenende. Ne? Und es ist der Hammer, wie die Zeit aktuell vergeht. Und irgendwie gefühlt ist man bei täglich grüßt das Murmeltier. Also ich fühle mich zumindest so. Weiß nicht, wie euch das geht. Hört mal ganz kurz hier ein bisschen Krach machen. Pam. Ich hoffe, das geht von der Lautstärke. Boah. Sollte. Da hat sie keine Steine mehr. Das ist doch Mickey Maus Kacke. Ich hätte jetzt hier noch ein bisschen Erde. Da. Ist ja kein Wasserfall. War der, ich weiß jetzt nicht genau, wie das für euch rüberkam. Ich müsste mir das nochmal anschauen. Wenn ich das Video schneide, muss ich nochmal gucken, wie nervtötend das jetzt war mit dem Wasserfall gestern. Boah, ich habe auch so einen verdammten Bock, da weiterzubauen, ne? Na, ich finde das mit dem Obsidian einfach so schön. Schon wieder, hallo, du sollst hier... Das sagen, was ich dir, was ich sage. Machen, was ich sage. Spiel. Naja, ist alle. So. In Ark sind die Wasserfälle immer nervig, ja. Das stimmt. Ist voll schade, ne? Weil man immer gerade da immer so gerne bauen möchte und sich dann anders entscheidet, weil das so laut ist. Doch, doch, das haben die noch nicht hingekriegt. Also auf keiner Map, die ich kenne, haben sie das bis jetzt hingekriegt.
Das war doof, ne? Das war richtig doof. Warte, das. Ja, ist egal, komm. Dann können wir auch später nochmal die Dinger rausnehmen und dann machen wir dann das Holz da rein. Hallo? So, das wird super. So, dann gehen wir gleich mal eine Runde in die Mine. Da war ich auch schon ganz lange nicht. Ich will nur hier die Steaks noch mal eben verbraten. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Ich meine, gut, ich könnte das ja auch in irgendeine Kiste packen. Das wäre ja aber viel zu einfach. Och, Manu. Ja, leider gibt es noch keine News zu dem neuen Rising World. Soll ja jetzt irgendwann kommen, aber ich habe noch keine Info, leider. So. Vielleicht gibt es ja eventuell eine Mod für Wasserfälle. Ja, das wäre natürlich. Warum hat das eigentlich noch keiner gemacht? Das wäre doch mal eine Idee für die Modder-Community. Hört sich irgendwie komisch an. Oder ist Modder ein norddeutsches Wort? Mh, lecker, Zuckerrübe. Oh. Schmackofatz. So, hier noch. Das machen wir jetzt noch hier fertig. Ah ja, okay, haben wir nicht mehr ausreichend. Na gut. Ja, genau, das wollte ich machen. Kommst du her? Widerspenstiges etwas. Okay, ich bringe mal die Holzdinger. Ich könnte auch das jetzt erstmal rausnehmen. Das war ja hier auf diesem. Ne, den wollte ich eigentlich gar nicht rausnehmen. Den wollte ich gar nicht rausnehmen. Eine Wasserfallmod. So. Und dann hier noch. Ach so, Fuji. Ich weiß nicht, ob du das weißt. du kannst über Twitch ganz viele Modpacks zocken für Minecraft. Weißt du das? Aber du müsstest eigentlich wissen, ne? Als ich Minecraft gezockt habe, hatte ich das, glaube ich, erzählt. Ist das jetzt wirklich symmetrisch hier? Ist das gerade? So, wir gehen jetzt in die Mine. Tonstein. Ah, okay. Weil da findest du ja Unmengen an zusammengestellten Dingen. Warte, ich muss erstmal die Sachen hier wegpacken. So wie halt auch New Beginnings und Nature's Beauty und so, was echt super gute Teile sind. Allerdings mit veralteten Minecraft-Versionen, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, ne? Aber da gibt es feine Sachen, auch extra nur mit Technologie und sowas. Ach, guck mal, hier eine Sichel. Aha. So. Hier ist doch noch ein Steine-Dingsbums. Okay, ich muss noch mal schnell zurück. Das Einzige, was du denn noch reinmachen musst, sind ein paar Shader. Also ein Shader und ein
Texture Pack. So, das machen wir jetzt hier noch hin. Brauchen wir fast doch gar keine Steine, wa? Doch, wir müssen ja hier die Seiten noch machen. So. Okay. So, dann hole ich mir jetzt noch einen Schluck Wasser. Und noch was zu futtern. Und dann gehen wir runter. Dann gehen wir richtig schön runter. In die Mine. Schau mich gerade ein bisschen um und kämpfe mit den Ladezeiten. Ach, Wasser, 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 Wasser. So. Das Coole ist halt über Twitch, dass man das was direkt dort installieren kann und du hast halt separate Ordner für alle Games. Du kannst die direkt kopieren, du kannst separate Sachen anlegen und so. Das ist schon eine feine Sache. Aber liegt halt auch völlig woanders als normalerweise Minecraft. Was essen wir denn jetzt hier? Was haben wir denn noch so? Außer Regenwürmer und irgendwelche ekligen Sachen. Hier, Kartoffel. Die Fenster brauchen wir jetzt auch nicht. Die Möhren nehme ich auch noch mit. Hatte ich nicht noch lecker Fleisch? Ach, das muss jetzt reichen. Fenster können da rein. Die Erde machen wir hier noch. Ich weiß ja nicht, wie viel wir jetzt sammeln werden. Das wird schon richtig spannend gleich. So. Zurück haben wir auch noch. Das brauchen wir. Eigentlich brauchen wir das alles nicht. Naja, gut. Wenn wir das hier vollkriegen mit Steinen, dann sind wir ja echt gut. So. Schon brutal, wie lange das dann lädt. Ach so, wenn du das Spiel startest. Ja, wenn da so teilweise 100 Mods drin sind. Das dauert, ne? Und dann kann es auch sein, dass du gerne mal einen Fehler kriegst. Dann musst du auf jeden Fall noch mehr RAM freigeben, ne? Du musst dann wesentlich mehr RAM freigeben für Minecraft. Weil da irgendwie standardmäßig ziemlich wenig drauf ist. Und bei den ganzen Mods ist das nicht so gut. So, ich glaube, ich baue einfach hier ab. Ah, ist das schön, dieser Sound. Auf dem Montagabend, geil. Und vor allem, wenn man eh schon Kopfschmerzen hat, ist das perfekt. Hab schon 8 GB. Also ich habe, was habe ich denn? Ich habe, glaube ich, nur 5 oder 6 drin. Sowohl bei Nature's Beauty als auch bei New Beginnings. Das sollte eigentlich reichen. Aber je nachdem, ich hatte auch schon ein Modpack. Das hat richtig viel gefressen. Ich weiß ja nicht, was du gerade testest. Mods. Wie heißt denn das Ding? Das sagt mir irgendwas. Könnte etwas sein, was ich auch schon mal versucht habe. Ach, Valhalla. Nee, das sagt mir nichts. Das habe ich nur bei dir gelesen, vorhin bei Discord. Oh, herrlich. Es geht doch nichts über so einen abendlichen Ausflug hier in die Minen. Schön. Toll. Und das alles für diese undankbaren Tiere, die da draußen stehen. Ist auf Platz 1 bei den Downloads. Dachte, dann kann es ja so verkehrt nicht sein. Das sagt mir echt gar nichts. Ich habe aber auch schon lange nicht mehr reingeguckt. Bin sehr gespannt auf deine Meinung, wenn du es denn zum Laufen kriegst. Welche Version von Minecraft nutzt du da jetzt? Oh, das ist aber gefährlich hier. Mann. Ohne Schilder lief schon, okay. Ha, herrlich. Ach, guck mal. Mensch. 1.15.2. Das ist die klassische, die gängigste tatsächlich. Boah, sorry, ich muss mal ganz kurz ein bisschen, nur so ein Müh. Oh, mein Schädel gerade. Mit der Spitzhacke graben. Ich glaube, das könnte es sein. Ich gehe da mal ein bisschen auf 60 oder so.
Hat das jetzt geholfen? Was wollte ich sagen? Genau, die 1.15.2-Version von Minecraft. Das sind auch diese typischen Versionen, die ich bei Nature's Beauty, glaube ich, habe und New Beginnings. Radadadadad. Du hast keinen Unterschied, ne, ich auch nicht. Mir tut's immer noch weh. Nochmal gucken. Laufgeräusche, bitte. Ambiente. Ist das vielleicht Ambiente? Items hatte ich schon. Instrumente vielleicht? Weiß nicht. Vielleicht, vielleicht ist das ja ein. Eigentlich ist das ein Musikinstrument. Mal probieren. Extremtest. Ich mach mal ganz leise. Oh, das ist aber angenehm. Aber leiser geht's nicht. Ich glaube, damit können wir um, oder? Das ist ja... Man versteht ja sein eigenes Wort nicht. So wie auf der Baustelle hier. So. Das ist super. Voll entspannt. Da sind die Fußgeräusche lauter als das hier. Oh, jetzt höre ich gar nichts mehr. Hä? Was? Wo geht's hier eigentlich raus? Ich muss erstmal den Ausgang suchen. War das da? Ich sollte mir hier noch Schilder aufbauen. Da geht's hoch. Okay. Jetzt höre ich gar nichts mehr. Also nur ganz, ganz weit hinten. Zur Not nach dem Stein holen, wieder lauter machen. Ja, das stimmt. Aber ist halt. Mal Instrumente mache ich wieder hoch. Ich mache mal so auf 15, 20. Das wirkt sehr, sehr unrealistisch. Ja, so ist gut. Das ist gut. Was tue ich hier? Ich darf nicht irgendwo bauen oder abbauen, wo ich nachher hoch will. Hier zum Beispiel, das darf ich nicht machen. Eieiei. Ja, wenn du höher gehst, dann ist der Klang auch anders. So, wie viel haben wir denn? Das muss jetzt erstmal kurz reichen. Ich habe jetzt keinen Bock, hier den ganzen Stream hier unten rumzuhängen. Hier. Hier war das. Da. Dieser Aufstieg, ne? Der ist auch völlig unwegsam. So. Okay. Ah, herrlich. Schön. Hier, die Beleuchtung. Wie geht's eigentlich meinen Bäumen, die ich gepflanzt habe? Die sollen ja noch sehr, sehr groß werden. Ich möchte gerne die Optik haben. Wie lange dauert das eigentlich? Sehr lange scheinbar. Wir gehen mal eine Runde pennen. Weil sonst sehen wir ja nichts. Oder nur sehr wenig. Tack, 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 tack. So. Was ein schönes Wetter hier bei uns. Toll. Herrlich. Achso, ich muss ja Sachen bauen. Ha. Was genau eigentlich? Ich muss hier noch welche von den Steinen bauen. Hier, diese? Ne, die waren fertig. Was brauche ich denn jetzt noch? Moment. Hä? Warte.
Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Hatte ich den bis zum Ende gebaut? Ach ja, hatte ich. Okay, wir machen jetzt Erde und dann müssen wir hier die Wände erstmal fertig machen. Und zwar genauso wie hier. Dann bauen wir die Wände fertig. Das hier müssen wir auch noch machen. Das reicht vorne und hinten nicht. Naja, mal gucken. Wie viel haben wir denn noch von den 0? Ach, guck mal, hier sind doch noch 1 Milliarde von denen. Oh nein, ich habe jetzt nicht wirklich eben. Doch, das habe ich. Ich habe wirklich Dinger gebaut, ne? Oh nein. Das war ja wieder richtig dusselig. Einfach erstmal gucken, wäre vielleicht eine gute Sache. Schön. Hier auch noch. Okay, aber wir bauen jetzt diese hier. Pam, pam, pam. 3 Stacks erstmal. Wolli, Hallöchen, guten Abend. 42 Minuten zu spät. Und so lange schon wieder? Huch. Zeit rennt schon wieder. Was ist da los? So, hier. Du hast auch voll was verpasst. Also vor allem, es war das Drama eben, was passiert ist. Unten in den Minen. Wahnsinn, das ist echt. Ich kann jetzt auch gar nicht darüber sprechen, dass wir das jetzt zu sehen müssen. War der Hammer, wie ich da Stein abgebaut habe. Wahnsinn. Richtig, richtig gut. So, was? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4. 3. Okay, hier müssen wir so weitermachen. Ham. Nein. So. Ja, und dann machen wir hier. Erstmal gucken. 1, 2. 4. Aha. Und hier machen wir das genau andersrum. Aha. So. Und am Ende machen wir so. Top. So, und dann ziehen wir das hier alles rüber. Und runter. Fertig. So, dann machen wir noch mal 2. So. Das reicht alles vorne und hinten nicht. Okay. Hoch. Runter. Hoch. Also bis jetzt finde ich, hat das noch nicht so wirklich viel mit einem Stall zu tun, ne? Vielleicht fehlt mir da auch einfach die Vorstellungskraft. Ich habe zwar hier vorne das Bildchen, aber innen, ich. Wir haben auch so eine Holzdinger nicht hier in dem Spiel. Das muss man alles selber basteln. Noch nicht, aber die Vision ist doch vorhanden. Und ich bräuchte vor allem auch Stroh. Oder sowas. Okay, und ja, passt. Jetzt brauchen wir nur noch diese runden Ecken. Runde Ecken, ja. Und hier. Das ist 2 hoch. So.
Bisschen Erde fehlt uns noch. Die muss ich mal schnell holen. Dann bauen wir gleich noch ein paar von denen. Obwohl, so viel brauchen wir gar nicht mehr, ne? Mal gucken. An der Seite geht es auch noch mal mit Zweien hoch. Zack. 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 Und zack. Und dann hier noch mal lang. Ah, ja. Hallo. Gut. Dann bauen wir mal noch was. Wer kennt sie nicht, die runden Ecken? Aber wie bezeichnet man das denn? Habe ich die noch irgendwo? Habe ich hier noch welche liegen? Runde Ecken. Ich muss die mal bauen. Waren ja hier diese. Wie bezeichnet man denn bitte das? Steinziegel. Bogen. Ein Bogen, welcher auch gedreht werden kann. Mach mal 10 davon. Mal gucken, ob das reicht. So, und dann machen wir noch die klassischen Dinger. Einmal ein Stack. Ein Bogen. Aber es ist ja eigentlich auch eine Ecke. So, ich mache jetzt hier noch ein bisschen Erde. Vielleicht reicht das hier auch, aber ich mache mal noch ein Stack Erde. Erdquadrate. Das hier? Nee, das hier. So. So, mal schnell einen Schluck nehmen. Und so. Nee, warte mal. Irgendwas stimmt hier jetzt nicht. Ich wollte doch hier eine Tür reinhaben. Also eine Tür für die Menschen. Hier soll es ja für die Tiere nochmal rausgehen, dass denn hier so eine Weide ist, wo die grasen können, die Kamele und so. Und hier möchte ich eine Tür. Das wird auch schon wieder spannend. Jetzt muss ich mal eben gucken, was es hier für Türen gibt. Weil wir haben ja nur, bis jetzt gibt es ja nur so eine hässlichen Dinger. Die sind ja alle nicht so der Brüller. Ich könnte mir aber vorstellen, na, dass wir gegebenenfalls einfach das nehmen, was wir hier zum Schwimmbad genommen haben. Weil das, oder hier so eine komische Holztür. Gucken gleich mal. Aber das hier finde ich eigentlich auch gar nicht verkehrt. Allein wie das schwingt, finde ich mega cool. Und dann vielleicht in einem dunkleren Ton. Ah, das müssen wir mal gucken. Weil das mit den Türen ist echt so. Mal gucken. Türen. Was haben wir denn? Wir haben hässliche Holzbalken. Türen. Also eine alte Tür, eine Einzeltür. In zwei Optiken. Auch nicht so schön. Das hier. Das passt auch nicht zum Stall irgendwie. Moderne Tür. Hier, dieses Brett. Dieses Spanbrett. Dann gibt es eine Metalltür. Gefängnistür. Gulliabdeckung. Kanaldeckel. Kanaldeckel. Zugbrücke. Sehr cool. Ich wüsste jetzt nur nicht, wohin damit. Und dann gibt es die Salontür in dieser Form.
Oh, gibt's auch noch mal ein ganz groß. Ich glaube, in ganz groß hatten wir aber vorne. Ja, genau, das haben wir vorne. Nehme ich jetzt dieses rote? Da brauchen wir noch Holz. Mist, habe ich Holz irgendwo? Ja, hier. Das schauen wir uns mal an. So, let's go. Okay. Und dann kriege ich das bestimmt wieder nicht symmetrisch hin, weil das irgendwie zwei breit ist. Ich hoffe, es ist drei breit. Dann könnte es passen. Mist. Das ist doch schon wieder, das ist doch, ach Manu. Oder? Wir machen zwei Türen. Heißt, eine hier und eine zweite, die wir noch nicht haben, machen wir denn hier hin und dann packen wir dazwischen nochmal Stein. Dann ist das eben so. Dann haben wir einen Ein- und einen Ausgang oder so. Ich brauche das, ich kann das jetzt nicht schräg setzen, das sieht nicht gut aus. Komm, gib mir noch eine. Sehr gut. So. Ich hoffe, das passt jetzt hier mit dem Teil. Sehr schön. Glaube ich. Ja, okay, das muss natürlich noch weg. Viel cooler wäre es eigentlich, wenn man diese Teile hier irgendwie in der Größe verändern könnte. Dann könnte man die nämlich hier auch reinbauen. So, weiter. Oben eine auf Dachhöhe und dann haben wir hier noch mal zwei. So, dann müssen wir natürlich hier noch mal verbarrikadieren. Okay, und dann machen wir hier natürlich noch mal auch ganz klar so. Und dann machen wir ganz klar auch noch mal so. Okay. So, jetzt weiß ich aber nicht, das wäre natürlich schön, wenn wir hier die Fenster reinbauen können in der Größe. Mal gucken, ob das geht. Sind die gleich groß? 4, 5, 6 breit. Ja, gut. Ich hole mal noch mal zwei Fenster. Und dann müssen wir hier das Zeug nehmen. Das müssen wir auch noch bauen. So, dass wir das erstmal zurammeln können, alles. Fenster. Hier. Zack. Und dann brauchen wir, habe ich das, ich hoffe, ich habe da Favoriten reingemacht. Betonplatte? Ne, war das Betonplatte?
Ich muss mal kurz einen abbauen, weil ich mir gerade nicht sicher bin, da die Struktur völlig anders aussieht als das, was ich da jetzt gesehen habe. Das war doch nicht das hier. Nee. Was ist denn das hier? Block 146. Warum ist der hier nicht drinne? Das war bei... Wo war denn das? Putz? Ach, hier. Ah. Und dann war es das auch schon wieder mit dem Stein. Guck mal hier. Alles wächst und gedeiht und wird groß. Und sieht gar nicht mehr so schlimm aus wie damals, als ich hier alles kaputt gemacht habe. Und was ist hier mit unserem... mit unseren anderen Bäumen? Oh. Die sind immer noch mini. So, mal gucken, ob das mit den Fenstern passt. Jetzt geht das wieder los, mal gucken. Ja, hier, geh mal breit. Ich glaube, das funktioniert nicht. So breit werden die nicht, ne? Oder? Na? Doch, gerade so. Ah, cool. Mal ein Stück zurück. So. Ach, wir müssen auch noch Glas reinmachen. Ich glaube, Glas haben wir auch. Sehr gut. Träumchen, das ist aber auch akkurat. Breiter gehen die nicht. So, ich muss was essen. Ein leckeres Möhrchen. Das könnte auch ein bisschen Durst beseitigen. Naja, nicht wirklich. So. Okay, dann machen wir das Dach einmal, dann machen wir die runden Ecken und dann weiß ich nicht. Reicht vorne und hinten nicht. Da brauchen wir richtig viel Zeug noch. Hallo? Manchmal möchte er nicht so, wie ich das will. Was machst du denn? So, alle. Gut, dann machen wir jetzt die runden Ecken noch rein. Auf der 2. Zack. Machen wir erstmal die Seite. Und hier. Und dann machen wir... hier. Okay.
So. Toll, jetzt ist das komplett offen. Okay, wir müssten gleich noch mal ein bisschen Fleißarbeit leisten. Aber hier machen wir jetzt erstmal Fenster rein. Das könnte durchaus noch ein bisschen schicker aussehen. Wo haben wir die denn? 30. 30 Fensterscheiben. Oh ja, das ist schön. Zack. Hup. War das jetzt drinne? Ich, Ja, scheint zu passen. Was machen wir denn mit den Durchgängen hier? Das ist irgendwie. Passen die denn hier durch? Muss ich mal kurz gucken. Pferdchen. Geh mal hier und guck mal, ob du da durchkommst. Ja gut, hier wahrscheinlich sowieso. Hier wahrscheinlich sowieso nicht. Nee. Geht gar nicht. So. Oder aber wir müssen das auf der anderen Seite genauso machen wie hier. Und dann ist das quasi der Auslauf, aber das ist auch ein bisschen, das ist ja ein bisschen dürftig. Steine. Wir brauchen Steine. So. Feuer frei. Also meine Mine gefällt mir überhaupt nicht, ne? Das ist hier mittlerweile schon eine richtige Todesfalle. Wenn ich schon hier abbaue, dann könnte ich doch vielleicht irgendwo reingehen, wo wir auch gegebenenfalls ein bisschen Metall oder sowas finden. Hier zum Beispiel, mal gucken. Vielleicht geht ja da noch ein bisschen was. Oh Gott. Au. Hä? Komm, so tief war das nur auch nicht. Ich habe mich jetzt schon verlaufen. Hast du eigentlich jetzt noch andere Sounds vermisst? Nö, gar nicht. Also scheinen wirklich nur die reinen Abbaugeräte zu sein. Ach, jetzt bin ich hier rumgelaufen. Ach so. Ah, oh. Ach, komme ich nicht an. Ich laufe mal hier weiter. Ich werde hier nie wieder rauskommen. Am Anfang wusste ich ja noch, wo ich hier bin, aber jetzt. Ne. No way. So, ganz bis zum Ende. Dann graben wir uns hier weiter vor. Oh. Oh, bin ich da runter? Nee, doch bin ich. Krass. Was? Ach ja, genau. Und hier habe ich irgendwo Gold gefunden.
Hier. Ich finde hier nicht mehr zurück. Ach nee, hier war doch irgendwo diese... Dieses... Dieser Tempel, oder nicht? Nee. Hier ist nicht der Tempel. Der Tempel ist, glaube ich, hier. War der nicht hier? Ja. Hier ist der Tempel. Das habe ich alles selbst gebuddelt, ja. Also manchmal waren auch ein paar Gänge vorhanden. Also ziemlich häufig sind hier Gänge vorhanden. Huch. Hallo. Oh Gott, wie soll ich hier wieder rausfinden? Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir denn hier noch Feines? Oder vielleicht mache ich einfach den Tempel frei, dann kann ich hier weiter buddeln. Du musst ja viel abbauen, ne? Wenn du hier was bauen willst, dann brauchst du ja die ganzen Ressourcen. Und ich wollte ja unbedingt Gold haben, weil ohne Gold kannst du auch nicht diese Blaupausen machen. Oder den Metalldetektor, den man sich ja bauen kann, den ich jetzt natürlich nicht mitgenommen habe, weil ich dusselig bin. Dann kannst du nämlich schön mit dem Metalldetektor hier Metall sammeln. Musst du dich mal reinbaggern. Ich war schon drinne, in dem Tempel war ich schon. Da bin ich, wie war denn das? Wo bin ich denn da... war das hier? Da. Hier. Huch. Da war ich drinne. Wer war das hier hinter? Ach hier, nee, hier bin ich reingegangen. So war das. Genau. Ziemlich cool, ne? Das nicht so, aber... Und... Hier gab es dann auch Kisten. Hier sind so Fallen. Die Kisten habe ich aber schon längst gelootet und mitgenommen. Ach ja, hier ist eine Tür. Ins Nichts. So, leider war der gar nicht so groß. Es sei denn, ich habe hier irgendwas übersehen. Ich könnte mir auch vorstellen... Warte mal, hier war doch noch... Irgendwo war doch hier noch was. Hier, warte mal, hier. Hier waren so die Seitendinger. Von da kam ich. Hä, das ist doch nicht alles. So mickrig war der doch gar nicht. Hier war irgendwo noch ein Durchgang. War das da? Hm. Wohl doch nicht. Dann war das woanders, wo ich war. Kann sein, dass das die Pyramide war, wo ich früher schon mal war. So komme ich hier hoch, ja. Hast du nicht anders erwartet, ja, wegen der Kisten? Ey, weißt du, was da für krasse Sachen drin waren? So voll die Waffen und sowas? Habe ich alle in der Box, in der Kiste. Oh, jetzt wird's wieder laut. Die habe ich alle in der Kiste. Und richtig so krasse Rüstung und so. Also so eine asiatischen Rüstungsteile. Leider ist es schwierig, sich das anzuschauen, außer jetzt im Inventar selber. Das wäre dann cooler, wenn man mit mehreren Leuten irgendwie hier zocken würde. Dann könnte man sich auch mal angucken gegenseitig. Oh, Kohle. Kohle, Kohle. Wir müssen ja auch mal ein paar Ressourcen sammeln, ne? Also es ist ja nicht... Nicht immer nur Steine. Ich hätte mal den Detektor mitnehmen sollen.
machen wir jetzt mal. Wir holen den mal, den Detektor, wenn ich hier wieder rausfinden sollte. Weil dann können wir nämlich on top noch ein bisschen was anderes sammeln. So, hier und dann... Hier. Oh Gott, oh Gott. Sehr gefährlich. Äußerst gefährlich. Nee, hier bin ich doch falsch. Hier bin ich aber sowas von falsch. Oh Kacke. Wo bin ich? Oh nein. Warum laufe ich denn irgendwo lang, wo keine Lampen sind? Wenn ich hier runterfalle, habe ich ein Problem. Vor allem mit welcher Seelenruhe ich hier losgelaufen bin, ne? Hier ist kein Licht. Natürlich war ich hier nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Okay, von wo kamen wir? Hier. Hier ist unser Aufstieg. Puh. Halt. Nein, hier, ja, hier, fein, ja, sehr gut. Okay, hier lang. Okay, so tief gehen wir dann lieber gleich nicht rein. Oh Gott. Es ist immer noch ein Survival-Spiel, ja, auch wenn das noch nicht so weit entwickelt ist. Es ist trotzdem noch ein Survival-Spiel. Hier war ich clever, da habe ich mir mitten in den Weg so eine Lampe hingestellt. Damit ich da eben nicht reinlaufe. So. Ah, sehr gut. Holen wir uns mal den Detektor. Wo ist denn hier? Jedes Mal suche ich den Aufstieg. Da. Platsch, platsch, platsch. So. Sehr gut. Das war professionell, haben wir das gehandelt. Gar kein Problem. Ich brauche Wasser. Genau. Folge dem Licht, sagt der Zibbel immer. Das ist gut. Und er hat recht. So, wo haben wir denn jetzt... Also, um nochmal auf die Rüstungen zurückzukommen. Hier sowas zum Beispiel. So eine Samurai-Rüstung. Wieso trage ich die eigentlich nicht? Und hier so eine fette Ritterrüstung. Zwei. Die Samurai-Rüstung ist natürlich richtig krass. Die könnte ich eigentlich anziehen, ne? Wieso habe ich eigentlich so eine bescheuerte Brille an? Ich weiß jetzt nicht, warum ich da so eine Brille habe. Keine Ahnung. Warum? Okay, den Helm brauche ich. Wieso? Hä? Warum hat sie so ein bescheuertes Dings an? Genau, Lik San San. Wir lassen mal die Rüstung an. Die ist echt gut. Die ist echt richtig gut. Naja, und dann gab es halt noch so ein paar hier so eine Totenköpfe zum Mitnehmen und... Was ist das hier? Lumpen. Das hatte ich vorher schon. Irgendwas habe ich noch gelootet an Waffen. Ich glaube aber, die sind hier, so ein Morgenstern,
Und hier diese fette Streitaxt. Mega krass. Ein Bogen. Haben wir da nicht auch noch irgendwas? Hier ist der Samurai-Helm. Aber der hat ja kein Licht. Und so ein Schwert, so ein schönes Schwert. So, Rasentrimmer. Hier ist noch eine Armbrust. Richtig nice. Eine alte Steintruhe. Ja. Wieso habe ich so eine hässliche Lampe, so eine komische Nase auf mir? Was soll das? Wie kriege ich das denn wieder ab? Hä?